Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Mario Kart 7. Wir machen weiter mit dem nächsten Grand Prix. Im 100er Hubraum nehmen nochmal Koopa, nehmen auch an sich dasselbe Gefährtrad, wenn wir gut damit waren. Wir hatten das letzte Mal den Panzer Cup gemacht und machen heute, wie angekündigt, den Blumen Cup mit, wie ihr so lesen könnt, so ein Wuhu-Rundfahrt, Marios Piste, Instrumentalpiste und Gebirgsfahrt. Klingt interessant, ist interessant. Und damit fangen wir jetzt auch an. So, ich hoffe, es geht's gut. Und ihr verfolgt auch das Offline-Projekt, was es nämlich auch gibt. Ihr könnt nämlich online mitzocken. Ist ja das Online-Projekt, das parallel dazu läuft. Das ist ja ein-, zweimal in der Woche, dass ich einfach Online-Rennen fahre und ihr mitfahren könnt. Wisst ihr Bescheid? Ich nehme es ganz lustig und cool. I can tell you. So. Das hier ist Wuhu Island. Eine von meinen Lieblingsstrecken tatsächlich, weil es ein bisschen richtig an die Zeiten zurück von damals. Aber ich muss mal kurz stoppen. Es erinnert mich wirklich so an die Zeiten von damals zurück. Ich mache die Festkammer ein bisschen größer, wie ich noch Wii Sports Resort gespielt hatte. Das war geile Zeit damals, einfach so Kindheit, an die man sich da zurückerinnert. Weil ich meine, das habe ich immer nach Kindheit gespielt. Und dann das jetzt so wieder zu spielen, das ist schon. Ist schon was Besonderes, so. Aber das, ja. Ich meine. Wissen ja alle, die ihn wie hatten. Was das für eine geile Zeit war. Bei mir war es wirklich die Kindheit, so. Ich meine, vor den Let's Plays, bevor ich YouTube gemacht habe, bevor es aufs Gymnasium kam. Einfach Kind war, dürfte es Wii spielen mit Wii Sports Resort und daran erinnert mich es einfach. Mario Kart Wii war alles drinne. Dann kam irgendwann auch relativ zügig der 3DS, war auch bevor ich YouTube gemacht habe. Und nun kann ich euch die Games, die ich als Kind gesockt habe, die ich so liebe auf dem 3DS, auch mit euch Let's Playen. Das war der Grund, weshalb ich unbedingt eine 3DS Capture Card wollte. Auch wenn der 3DS an sich am Absterben ist. Einfach für die alten Games, um die nochmal mit euch zocken zu dürfen. Und deshalb mache ich das. Und gut ist's. So, jetzt sehe ich da dann nichts. Und dementsprechend umso fröhlicher bin ich, weil es gibt noch so viele tolle 3DS Games. Ja, come on. Bei dem ich das pressen kann, dass ich sie mit euch jetzt playen werde. Bald geht auch wieder ein Überraschungs-Display los, also es kommt definitiv genug an 3DS-Stuff. Aber es ist auch das Coole, ne? Ich meine, ich verbinde mit 3DS wirklich Nostalgie und alles, so. Kindheit verbinde ich damit, Skills, Nicht-Skills. Das ist wirklich krass. Und deshalb bin ich auch so sentimental bei den meisten 3DS-Games. Weil wir es einfach an meine Kindheit erinnern. Mit dieses Game hier. Deshalb spiele ich das auch so, deshalb bin ich hier vermutlich auch ein bisschen motivierter als bei den anderen Games. Noch motivierter. Weil ich hier einfach 6 spiele, was ich aus meiner Kindheit noch kenne. Und einfach gern spiele und gern mit euch teile. Und das hier ist eben eins von den Spielen, wo ich mir sage, das hat meine Kindheit wirklich geprägt. Ja, das ist krass. Bei Pokémon Ultrasonne ist halt wieder ein neues Spiel. Da habe ich nicht so viel Verbindung, sag ich mal. Immer kostet natürlich auch Kindheit, ist klar. Ja. Aber Mario Kart ist das eigentlich am krassesten. Abgesehen von nur Super Mario Bros. 2, Super Mario 3D Land und Mario und Sonic Olympus Spielen London 2012. Das waren auch so die 3DS-Teile, die ich früher halt auch gespielt habe, häufig. Und an die erinnert man sich natürlich. Pokémon habe ich früher tatsächlich nie so gespielt auf dem 3DS. Fragt mich jetzt bitte nicht wieso, aber habe es einfach nicht. So. Nein, aber ich darf hier nicht runterfliegen. Und dementsprechend, ja, das war eigentlich auch der Hauptgrund, weshalb ich mir 3DS Capture Card kaufen wollte. Weil ich wollte mit euch 3DS Let's Play spielen. Die Spiele, die ich einfach mal Kindheit gespielt habe, wollte ich nochmal spielen. Und so habe ich es, ach komm, genau, du hast ne. Und selbst natürlich auch einen guten Grund, weshalb ich die eigentlich nochmal spiele. Nämlich um das zu let's playen, ne?
Dementsprechend, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und wirklich motivierende und emotionale 3DS-Let's Plays haben wollt, jo Leute, dann würde ich sagen, dann seid ihr hier richtig. Nämlich Gold richtig. Heute ist irgendwie so eine billige Werbung, ist aber echt so. Ich verbinde so viel mit diesem Game. So viel geile, krasse Spielstunden früher, wo ich mit Freunden das gezockt habe. Er mit seinem, mein Freund, bester Freund damals, mit seinem 3DS, ich mit meinen, saßen total stundenlang da nach der Schule, direkt nach Hause gekommen, ging nach der Grundschule und haben einfach Mario Kart gezockt auf dem 3DS. Und das sind einfach so Erinnerungen, die behält man, die behält man. Und das ist einfach tolle Kindheit. Ich werde ein paar Sachen irgendwie so nennen, so Kindheitserinnerung früher oder irgendwie so eine Scheiße. Aber es ist halt einfach so. Das ist halt die Kindheit, die war so nice. Und das war halt auch so mein Traum, dass ich eines Tages mal da sitze und wirklich 3DS-Games let's playe. Wie ich am Anfang angefangen habe mit YouTube, hast du mir gesagt, du, eines Tages besitzt du mal eine 3DS Capture Card und das playst Nintendo 3DS Games. So wie es dein Vorbild Nintendo tut. Um einfach die Games, die du so gern gespielt hast früher, denen einfach eine Würde zu geben und um die nochmal zu spielen. Genau das habe ich mir vorgenommen und genau das habe ich letztes Jahr eben auch gemacht. Und ich bin stolz drauf, das machen zu dürfen. Ach Gott, es gibt noch eine Runde, ich dachte, das wäre vorbei. Brö. Ja, so kann es gehen, ne? Man denkt, es wäre vorbei und dann gibt es noch eine Runde. So, jetzt sagst du, wir müssen direkt als Erster ins Ziel kommen. Aber nein, ich muss da selbst noch ein kleines bisschen fahren. Aber das ist verkraftbar. Ja, die hätte ich behalten müssen. Und wieso bin ich jetzt hier runtergefahren? Das verstehe ich jetzt nicht. Und das da wieder wäre, ist halt so scheiße. Und das ist sowas, das ist halt ein bisschen blöd. Gerade war es noch Erster. Aus dem Nix wurde ich dann irgendwie Vierter. Wobei ich jetzt wieder Zweiter und. Natürlich trifft die mich mit. Das ist halt auch wieder so eine Sache, was mir dann gezeigt ist. Die Mies hat es dann ein kleines bisschen ausgewissen. Wäre es Erster gewesen. Aber es hat es jetzt entsprechend auch verdient. War wegen meiner Dummheit. Dass ich hier jetzt nicht Erster geworden bin. Ja, die hätte beinahe den Tod erwischt. Wäre gut gewesen, wenn die es den erwischt hätte. Jetzt muss ich mal eine Banane fahren. Das wäre nicht zielführend. So, aber hier. Kommt trotzdem als Erster ins Ziel. Das ist sehr schön. Yay. Weil jetzt mit dem nächsten Rennen. Sind es ja 4 Stück. Läuft Amazon. Und haben erst. Na gut, haben wir auch 8 Minuten. Ist ja, ist ordentlich. So, die Piste kennen wir ja von Wii U. Also ein Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Kennen wir alles. Und die Strecke hier ist einfach original. Dasselbe von 3DS ist einfach so. Die ist eigentlich so, naja. Ich finde die eigentlich so, naja. Die besser gibt es aber auch schlimmere. Und die werde ich dementsprechend einfach ganz normal jetzt hier. Okay. Wenn das irgendwie, glaube in der View-Version und Sitz-Version an der einen Stelle fliegen kann, was man hier irgendwie nicht kann, kurioserweise. Keine Ahnung, was genau das jetzt für einen Hintergrund hat. Das muss es jetzt nicht durchblicken, aber. Du böser Hund. Meinst mich so runter, das meistens so müssen, oder wie? Also, die Strecke ist so, naja, ich bin. Ach, vielleicht war es auch hier, wenn Party mal fliegen könnte. Vielleicht auch einfach genau dieselbe. Aber in der Strecke bin ich in Wii U, als auch Switch, als auch 3DS nicht sonderbar gut. Dementsprechend bitte nicht wundern, dass ich in dieser Strecke keinen Skill habe. Das weiß ich selbst, aber das hat es in der Strecke noch nie und werde es auch nie haben. So. Trotzdem probier es hier einfach mal das Beste rauszuholen. Was geht? Weil das ist eigentlich original dieselbe. Fällt mir gerade auf, also null Veränderung. Mann, hier war jetzt irgendwie in der Switch-Version eher in der 3DS-Version immer getroffen. Ich habe keine Ahnung, wieso eigentlich. Wow. Wie ist im Henker? Was? Wieso fall ich jetzt hier? Na gut, wenigstens hat Blitz nicht passiert in dem Moment, wo ich geflogen bin. Sonst wisst ihr ja, man fliegt runter und ist einfach dead und am Arsch. Oder überhaupt ist dann alles belastend. So. Ne?
die mit pressen, ist das schon besser so. So, gleich kann ich mit meiner Hündin Gasse gehen. Yay, freue ich mich auch und drauf, aber es ist ja witzig. Man, da warten wir ja einen Hund. Und ja, muss mich eigentlich mal wieder mehr und besser um die kümmern, so, also mehr. Weil ich meine, ich komme schon um die, gehen dreimal, dreimal am Tag Gassi und so weiter. Hat ja Auslauf, Futter, alles drum und dran, ist sehr schön. Und ich war letztes Tag die gute Entscheidung, diesen Hund anzulegen. Müsste aber nächstes Mal drüber reden. Lol. Die tun Plätze verändern. Das tun die aber, glaube ich, auf der Switch, beziehungsweise Wii U. Und vergleicht es immer ganz gern. Tun die doch dann nicht mehr Fragezeichen. Also ich würde nicht drauf wetten. Aber ich glaube, das ist doch so, dass die das auf der Wii U-Version, beziehungsweise Switch-Version nicht tun, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Gut, hier hüpfen die Noten schneller, aber das sind wir auch ungewöhnt. Das ist nichts Krasses mehr. Lol, hier habe ich wieder ein Panzer, habe ich gar nicht gemerkt. Jetzt habe ich es noch nicht mal eingesetzt oder so. Ich weiß es nicht. Aber wir kommen als Erster ans Ziel. Und das ist gut. So, ich glaube, ein Renner haben wir jetzt noch vor uns. Ah. Also der Cup ist so, naja. Gibt Besseres, gibt aber auch Schlimmeres, deutlich Schlimmeres. Wie im Laufe von Let's Play noch sehen werdet. Oh ne, die geht voll, okay. Richtig, das war die, die gibt es glaube ich nur auf dem 3DS, glaube es. Also die, kann ich mich mal wirklich dran erinnern, ich weiß nur, dass sie geil ist. Diese Erlebnispiste hier, wie die so sind, die ich immer nenne. Was so gleich das letzte Rennen von heute ist. Let's go. So, das war die, wo man runterfallen kann. Und damit hat es damals früher immer so Anfangsfähigkeiten. Weil ich einfach so dumm war, um da irgendwie gescheit zu fahren. Aber das ist, war einmal so. Es gehört der Vergangenheit an. Richtig, war das mit den geilen Röhren, die da so aus dem Felsen kamen, weshalb auch immer. War witzig. I can't tell you. I can't tell you. So, it's very, very, very nice to see. Da ist der Baumstamm. Da sollte man nicht brettelbreit dran knallen. Ja, ungünstig. Hey. Oh Gott, hier war diese Steine. Boah, diese Wand, die man hier hochfährt. Das war so meine Problemstrecke damals mit der Wand. Also, bitte hier nicht ersten Platz erwarten, mit dem Wert es in dieser Map hier einfach nicht erreichen. Weil ich das auch früher nie hinbekommen habe. Ich meine, früher war es immer unter den hinteren 3-4 Plätzen, so die es gab. Und nicht mehr. Ja. Ach so, das ist genau das Wissen für Items Durstfall. Das ist einfach auch so typisch David. Also alle, die mich kennen, wissen, mir passiert sowas öfters. Ist natürlich nicht das Beste der Besten, aber hey. Macht da nichts, ne? Solange der Rest nicht schief geht. Und ich jetzt gegen Bob knall, mir ist alles mal passiert. Aber solange ich das dann nicht aktiv mache, ist alles gut. So. Jetzt heißt es wieder aufpassen, weil hier kommen Steine. Und boah, ich meine einfach immer so rückwärts fährt und auf einmal, wenn so ein Stein meint einen zu treffen, fährt man erstmal stückweise zurückwärts, bis das Gas wieder da ist. Das finde ich, muss ich sagen, ist eigentlich erst gut gemacht. Die mit einem kurzen Salz rückwärts fährt. Und hey, ist mir erst da, das ist krass. Das ist wirklich krass. Jeez. So, auf jeden Fall, wie gesagt, das war eine Map eher, was mir sage, so, nee. Die ist das Ganze die beste, aber trotzdem natürlich auch hier. Nostalgie ist da, gar keine Frage. Erinnert mich einfach an früher und zwar sehr, sehr krass. Und ja, war einfach geil. Die Zeit damals so auch insgesamt. Die Zeit von 3DS und Wii. Irgendwie es wird ein Kind halt mit Nintendo, das war geil. Da habe ich so viele schöne, glückliche Tage verbracht. Die haben einiges auch an Festen geprägt. Halloween zum Beispiel. Mit Luigi's Mansion. Aber auch, wer weiß, was es sonst noch alles gab. Die haben so viele feste Zeiten, whatever, geprägt. War einfach recht, recht cool so. Und deshalb
Ne, Leute, wenn ihr jetzt noch jünger seid, so, keine Ahnung, 10, 8 und meine Let's Plays dauert, bitte lasst das ehrlich gesagt sein. Verbringt eure Kindheit mit Nintendo. Es wird euch einfach nur. Es ist positiv. Es ist cool, seine Kindheit mit Nintendo zu verbringen. Es ist einfach so. Es ist kein Geheimnis. So, mit den Ergebnissen, die wir jetzt sehen, sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.